In diesem Video zeige ich euch, wie ich Karottensticks einfach fermentiere. Bei der Fermentation sind ja keine Grenzen gesetzt. Du kannst ja alles mixen, ausprobieren und sonst was. Aber ich habe ein Rezept für Möhren gefunden, was mir persönlich echt gut schmeckt. Und deswegen zeige ich euch das jetzt mal. So, zuerst schäle ich dann mal die Möhren. Und dann gehe ich die gleich nochmal abwaschen. Man kann sie in Scheiben schneiden oder in Sticks oder man kann sie auch schreddern, also reiben. Das ist jedem dann selbst überlassen. So, jetzt habe ich mein Wegglas und jetzt passe ich die Höhe an. Ich will ja noch ein paar Zitronenscheiben am Ende reinlegen und das dann runterdrücken. Also gehe ich jetzt bis zu der Schulter praktisch, wenn man das so nennen kann, bis zur Biegung von dem Glas ein Stückchen darunter. Also brauche ich nicht ganz so lange Möhrensticks. So, und die Länge behalte ich jetzt mal bei.